Herzlich willkommen zurück zu Magic Duels mit Arezu. Ich bin Arezu und hoffe heute endlich das hier fertig zu kriegen, das konzentrierte Wissen. Das machen wir wieder mal mit einem mittleren Solokampf, von dem ich wirklich hoffe, dass ich gewinne. Theoretisch müsste ich viel mehr einfache machen, aber die sind mir nicht spannend genug. Obwohl ich da, das muss ich wirklich zugeben, auch öfter verliere, allerdings nicht mit meinem normalen Deck. Da spiele ich mit diesen doofen Archetyp-Decks, weil ich die Quest-Zaun bekomme. Und dann verliert man natürlich, weil diese verdammten Archetyp-Decks, beziehungsweise diese verdammten Archetyp-Deck-Quests nicht davon ausgehen, dass man nicht alle Karten für ein entsprechendes Deck hat. So, Kartenhand behalten. Den Leichenschlepper kann ich zumindest in der zweiten Runde dann ausrufen direkt. Ausrufen? Klingt komisch. Aha, okay. Jetzt muss ich mich entscheiden. Will ich zuerst den Leichenschlepper oder den Leutnant? Ich spiele erstmal eine Ebene, dann kann ich mich noch entscheiden, wenn er seinen Zug gemacht hat. Der Leutnant ist an sich erstmal besser. Erstschlag, Ruhm und noch sein Zusatzeffekt. Ja, der Plänkler hat auch nur 2-2. Er verstärkt sich jetzt so kurz für diese Runde, aber ist ja in der nächsten dann auch schon wieder vergessen. So, spielen wir das, spielen wir den. Falls er angreifen möchte, dann, naja, dann stirbt dieser Plänkler eben. Wenn er nichts weiter rufen sollte... leider hat er was. Fliegend und Nicht-Kreatur-Zaubersprüchen kosten beim Wirken 1 mehr. Okay, das ist für meine Verzauberung natürlich doof. Aber ansonsten noch durchaus akzeptabel. So, dann spielen wir den. Wenn der hier angreift, dann kann ich mit dem angreifen, aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Das wäre nämlich etwas dämlich von ihm. Oh, oh. Damit ist er auch schon erledigt. Das ist schade. Ah, Moment mal. Damit greift er an. Dann kann ich doch den Angriff führen. Dann benutze ich die göttliche Gunst. Dann überlebt er tatsächlich. Sehr gut. So. Wenn er angreift und falls er ruhmvoll ist. Das heißt, der Effekt tritt noch nicht in Kraft. So, dann... Ja, greifen wir erst einmal hiermit an. Er wird höchstwahrscheinlich nicht blocken, weil er hiermit ja glaubt, dass er den einfach töten kann. So. Jetzt habe ich ihn oben voll. Damit ist er bei 3-2. Und jetzt bekommt er göttliche Gunst. So. Theoretisch hätte ich auch den Knochenspreis hier benutzen können. Den hier opfern, um den zu erlegen. Dann wäre ich auch gleichzeitig den, diese Faust losgeworden. Das wäre eigentlich ganz praktisch gewesen. So, blocken wir den. Eventuell wirft er jetzt die ab, oder? Ne, okay. Wollte er wohl nicht schützen. Ich mach's nicht gern, aber ich muss jetzt tatsächlich mal mein Kind der Nacht hier opfern. Und ich hab gefällt, das geht natürlich nicht. Das ist jetzt problematisch. Mir fehlt hier ein Sumpf, deswegen... Oh, das ist gemein. Sehr gemein. Okay, trotzdem, in der nächsten Runde benutze ich den Knochenspreise dann. Weil das hier ist mir dann doch etwas zu heikel. Und der macht mir definitiv jetzt schon viel zu viel Schaden. Jetzt momentan fehlen mir gerade die Sümpfe. Oh Gott, oh Gott. Aua.
Aber wenigstens kann er jetzt gerade, das ist positiv, nicht diese Dings da zünden, die Spezialfähigkeit von Inferno Faust. Inferno Faust kann man ja opfern, um 2 Schaden zuzufügen. Das wäre jetzt so unangenehm. Jetzt kann er nur im nächsten Zug nochmal ungeschützt mich angreifen. Im besten Fall sind das aber nur 2. Okay, wenn er ins Spiel kommt, bekommen Kreaturen, die eine plus 1 Marke. Achso, nee, Moment, alle bekommen eine plus 1 Marke. Okay. Ich hab die gerade verwechselt mit einem anderen. Gefährlich, gefährlich. Im nächsten Zug kann ich das Kind der Nacht spielen. Wenn das blockt, dann. Ja, blockt zum einen natürlich, das ist schon mal was Positives. Und zum anderen bekomme ich dadurch ja wieder Leben. Jetzt darf er bloß nicht nochmal den hier auf der Hand haben oder irgendwas, was verstärkt. Wenn er ins Spiel kommt. Okay, damit hat er gewonnen. Das ist so gemeint. Die mittlere KI spielt schlecht. Das weiß ich, das sehe ich. Aber die haben gute Decks. Und leider ist das auch eine Menge wert. Deswegen müsste ich eigentlich, wie gesagt, die ganzen Quests immer machen gegen die kleinen. Nochmal spielen, nochmal gegen den gleichen. Nee. Die plus 1 Markenquest hier erfüllt sich zum Glück nebenbei. Einfach, ja, weil öfter mal plus 1 Marken gespielt werden. Und ich glaube, die gegnerischen zählen auch mit, ne? Ich habe doch gerade gar nichts gespielt mit plus 1 Marken. Auf jeden Fall muss ich demnächst mal mein Deck überarbeiten. Irgendwas stimmt hier nicht mit. Viele Länder, wenig, dass ich direkt ausspielen kann, aber ich nehme trotzdem lieber das jetzt. Weil es ist extrem unangenehm, wenn man ganz tolle Karten auf der Hand hat und nicht spielen kann. Wobei es eine witzige Anekdote gibt, von der ich kürzlich gelesen habe. Das war ein Artikel über die Entstehungsgeschichte der Mulligans. Beziehungsweise die Entstehungsgeschichte der Mulligans im Regelheft von Magic. Achso, nur das Land, okay. Jedenfalls hat der Autor und Veteran von Magic den Auraschöpfer jetzt spielen. Ja, ich will lieber was draußen haben schon mal. Dann kann ich im nächsten Zug eventuell schon angreifen. Jedenfalls, der gehörte zu den Erfindern und also zumindest zu den Entwicklern. Entwickler ist auch doof. Also er war eine ganze Zeit schon bei Magic dabei. So. Und konnte sich eben noch dran zurückerinnern. Und ja, der hat eben gepredigt, ja, dass man eben auch ohne diesen Maligant, der von einigen immer noch als zu wenig angesehen wird, wenn ich einen schlechten Tag habe, auch von mir, obwohl ich an sich auf jeden Fall weiß, dass der Maligant hier schon eine absolut faire Sache ist. Opa, falsche Taste. So. Die falsche Taste, falsche Karte. Ich versuche gerade mal ein bisschen zum Punkt zu kommen. Also gut, er hat davon erzählt, wieso der Maligant ins Spiel kam, nämlich weil es Probleme eben mit den Ländern ab und zu gab. Das System mit den Ländern war eben was vollkommen Neues. Magic ist nun mal das erste TCG überhaupt, deswegen brauchte man ein neues System. Da wurde das erdacht. Jetzt habe ich hier ein Problem. Jetzt habe ich ein bisschen weniger Probleme, aber so. Den Auraschöpfer spiele ich diesmal nicht direkt. Angreifen will ich jetzt auch noch nicht, weil er könnte mir mehr Schaden damit zufügen. Aber es hatten eben Leute Probleme, wenn sie zum Beispiel kein Land gezogen haben. Dann gab es am Anfang solche Arten, wie zum Beispiel, dass man einen
Mulligan nun daneben durfte. Ah, okay, der macht sich unblockbar. Wie gemein. Ist das... Ja, seine Fähigkeit, okay. Ah, sehr gut. Wenn er das jetzt nochmal macht, dann kann ich den hier ruhmvoll machen. Das wäre auch was Schönes. Und ich warte natürlich nur darauf, dass ich den hier ausspielen kann. Dafür brauche ich 7. Wir sind bei 6. Im nächsten Zug kann ich tatsächlich meinen segensreichen Riesenhorn. Yay! Will ich jetzt angreifen? Ja, will ich. Dadurch, dass er sich ja eh unblockbar machen kann. Was soll's? Hauen wir ihm zu. Und er bringt mir auf die Hand zurück. Natürlich ohne die Nimbusflügel. Aber das ist kein Problem. Die Nimbusflügel können wir uns ja auch wiederholen. So, und dann kann ich mir den Totengräber auch gleich aufheben. Dann gab es solche Mulligans wie zum Beispiel, man musste vorzeigen, dass man wirklich keine Länder auf der Hand hatte. Dann... So. Dann durfte man nochmal neu ziehen. Oder dann, wenn man nur Länder auf der Hand hatte oder wenn man nur ein Land auf der Hand hatte. Es gab da verschiedene Regeln immer. Und irgendwann haben sie sich für das jetzige System entschieden. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass man immer davon ausging einfach, wenn man keine Länder zieht, hat man verloren. Eine ziemlich berechtigte Annahme, würde ich an sich erstmal sagen. Aber in dem Artikel war eben auch direkt das Beispiel von dem Schreiberling. Moment, in der Bibliothek durchsuchen wir mal. Wir wollen... Wachsamkeit wäre gar nicht schlecht. Ja, wir geben ihm mal Wachsamkeit und in der nächsten Runde kriegt er noch die Flügel. Und ich komme hier schon wieder nicht zum Punkt. Aber ihr kennt ja die Kreaturen, die ab und zu mal ein Mana zum Pool hinzufügen, ne? Ganz klasse. Ja, töte meinen Arm, Zombie. Nicht Zombie. Das ist doch nicht nett. Nur weil er stärker ist als ihr. Warum hat der denn... Achso, ja. Wenn nur... Bravour. Ja, Bravour und... Das war's. Aua. Aua, ich hätte den hier blocken sollen. Habe ich verpeilt. Okay. Jedenfalls hat der nur zwei... Also, er hatte... an sich erstmal keine Länder von den Toten auferstehen. Sehr schön. So. Einen segensreichen Riesen, bitte. Und wir wollen was aus dem Friedhof. Die Karte habe ich nämlich nur einmal. Und jetzt packen wir eben direkt die Nimbusflügel mit drauf. So. Mal sehen. Der kann nur 4 Schaden machen. Die beiden hier würde ich schon gerne noch blocken können dann. Ne, dann warten wir hier ab. So. Jedenfalls hatte er eine Kreatur, die 0 gekostet hat, einen Elfenwohl. Und dieser Elf konnte eben Mana bringen. Und damit konnte er eine andere Kreatur bringen, die ebenfalls Mana gebracht hat. Und damit hat er dann komplett ohne irgendwelche Länder zu haben. Hier seht ihr das, die KI ist vollkommen dämlich. Hier, den hier hätte er zerstören können. Ohne irgendwelche Länder zu haben, hat er dann tatsächlich gewonnen und den Gegner vollkommen fassungslos da gelassen. Und hätte ich es flüssig erzählt, wäre es eine schöne Anekdote. Ihr könnt den Artikel euch ja mal raussuchen. Sucht einfach nach Mulligans und Entstehung oder so. Oder war es ein englischer Artikel? Ich bin nicht ganz sicher. Wenn ja, dann müsstet ihr natürlich die Suche anpassen.
Mal sehen, ich habe Wachsamkeit, dann kann ich auch angreifen. Die haben 2, 3, 4, 5. Achso, und die können ja eh nicht blocken, egal. Dann wird er jetzt wahrscheinlich mit einem hiervon blocken. Ja. Oh, okay, dann... ob war ich den? So. Na, greifst du an? Natürlich nicht. Feigling. Will ich irgendwas hier wieder haben? Der wäre ja an sich nicht so schlecht. So, ich nehme den einfach mit rein. Und wenn er blocken sollte, also blocken müsste, dann benutze ich den Effekt. Oh, Moment mal, der hat einen ganz großen taktischen Fehler eben schon wieder gemacht. Er hat seinen Flieger weggenommen. Dann kann ich ja ohne Probleme angreifen. 7 Schaden in dieser Runde. Ohne auf einen Blocker verzichten zu müssen. Seht ihr, der ist so schlecht, dass man selbst den großen Vorteil bekommt, wenn man überhaupt nicht aufpasst. Zerstörende Kreatur deiner Wahl. Ganz toll. Wirklich. Finde ich toll. Okay, dann... lass mal die mal gegeneinander kämpfen. Und der blockt den. Aber die werden nicht wirklich kämpfen. Denn... nein, verdammt! Ich hätte... oh. Jetzt wollte ich den Effekt benutzen. Und hab natürlich gefailt. Ja, ich bekomme zwar den segensreichen Riesen wieder auf die Hand, aber zu spät. Ich hätte das direkt danach machen müssen, bevor der Schadenstep angefangen hat. Wenn ich jetzt angreife, kann ich einen von denen mitnehmen. Aber den anderen nicht. Deswegen warten wir einfach ab, dann können weiterhin nur die beiden angreifen. Ja, okay, da kommt der Angriff. Blocken wir den hier. Und den lassen wir einfach durch. Momentan sind mir die paar die Kreaturen ein bisschen wichtiger als... oh, na klasse. Fliegen dort Erstschlag. Und Wachsamkeit und Ruhm. Tja, zum Glück haben wir noch einen Riesen. Und wieder aus dem Friedhof, denn wir brauchen wieder die Ritter-Ehre. So. Den Fliegenden kann ich jetzt nicht blocken. Nee, jetzt angreifen will ich auch nicht. Wenn der hier angreift, blocke ich hiermit. Aber generell, er wird nur hiermit angreifen, ja. So dämlich ist er dann auch nicht. Aua. Ist die Frage, was mache ich gegen einen fliegenden Gegner? Jetzt ist die Frage, was mache ich gegen zwei fliegende Gegner? Und die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Ich benutze Nimbusflügel. Liegt auf der Hand und schon kommt sie mir auf die Hand. Das ist doch nett. So, und so. Okay. Mal sehen, die machen... oh, viel zu viel. Achso, nur die fliegenden Zähne, dann kann ich auch angreifen. So. Und, blockt er? Ja, sehr gut. Damit hat er nur noch einen Flieger. Ne, hätte er nicht geblockt, dann hätte ich ihn in der nächsten Runde besiegt, deswegen... das war es auch irgendwie anzunehmen.
Tja, den Segensreichen wird er irgendwie nicht los. Tja, du hast eine ganze Menge Länder, die dir nichts bringen. Hast du Pech? Hab ich irgendwas, das mir hier was bringt? Nee. Ich meine, ich habe das, was ich hier habe. Das reicht schon. Jetzt opfert er den zweiten Flieger. Und wenn er jetzt nichts weiterbringt in den nächsten zwei Zügen, dann habe ich gewonnen. Ich war schon etwas beunruhigt. Aber die Nimbusflügel waren ja dann da. Aber mit dem Totengräber hätte ich auch so mit dem Auraschöpfer mir die Nimbusflügel zurückholen können. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Nicht Clan. Ein Clan ist was anderes. Ah, okay. Der bezieht sich selbst mit in den Effekt ein. Das ist gut zu wissen. Der hier generiert 2 Lebenspunkte für jeden Kleriker des Frontordens, der auf dem Feld ist. Achso, den er kontrolliert, ja, okay. Ist wieder ein kleiner Unterschied. Ich bräuchte noch eine Karte, die einer Kreatur wie dieser hier dann noch Lebensraub gibt. Nicht Lebensraub, Lebensverknüpfung. Das wäre eigentlich ganz nett. So. Jetzt darf er bloß nichts Unerwartetes spielen. Nein, bisher kam noch nichts. Tja, dann wird es Zeit zu gewinnen. Das heißt, wir holen jetzt die Auraschöpferin raus. So. Oder den Auraschöpfer. Mit dem holen wir uns die Nimbusflügel. Mit denen bringen wir den segensreichen Riesen auf 8. Also auf 18, um genau zu sein, aber Kleinigkeiten. Und dann gewinnen wir auf den Punkt. Dann haben wir endlich die nächste Quest fertig. Dann können wir endlich ein paar Karten wieder kriegen. Nein. Nicht nett. Deswegen immer mit mehreren angreifen. Verdammt. Zu früh gefreut. Viel zu früh. Ich meine, klar, ich brauche bloß etwas, um den segensreichen Riesen wieder herzu... Oh, aber jetzt hat er schon wieder was für mich sehr Negatives rausgeholt. Okay, das kann mir helfen. Das Spiel wird langsam ein klein bisschen absurd. Okay, er kann mir jetzt die 2 Schaden auf jeden Fall zufügen. Der Rest ist nicht so schlimm. Dann muss ich den segensreichen Riesen wieder fliegen lassen. Dann kann er wieder einmal blocken. Aber... Und ein Land, okay. Bei mir sind die Länder immer sehr gut aufgehoben, weil ich sie durch den segensreichen Riesen eh dauernd brauche. Wir gucken mal auf den Friedhof. Ah, Nimbusflügel, wie hübsch. Ich brauche jetzt noch irgendwas, um den auf 8 zu bringen dann. Angreifen wird er jetzt nicht. Und... Oh, wieder ein Flieger. Sogar einen gefährlichen Flieger. Hoffen wir, dass wir da irgendwie klarkommen. So. Gibt uns ein bisschen Leben, das ist schon mal gut. Wenn er mit beiden Fliegern angreifen würde, käme er theoretisch durch. Aber dann würde er einen verlieren. Das will er mit Sicherheit auch nicht.
Und ich nehme an keinen Angriff. Er überlegt. Er überlegt lange für eine KI. Okay, damit ist der weg. Das ist doof. Das war nämlich einer meiner besten Schütze gegen die ganzen Leute hier. Durch den Erstschlag. Angreifen kann ich jetzt auch nicht, weil er momentan keine Wachsamkeit hat. Ja, dann müssen wir jetzt kurz abwarten. Vielleicht hat er jetzt den Mut anzugreifen. Oh Gott, das könnte kritisch werden. Aber ich glaube nicht. Nee. Jetzt, wenn er nämlich jetzt angreifen würde. Oh Gott, noch ein weiterer Flieger. Jetzt wird es langsam gefährlich. Und langsam meine ich ganz, ganz schnell. Und ich habe nur noch Länder. Das ist jetzt langsam nicht mehr gut. Anfangs war es sehr schön. Aber so langsam könnte ich wieder was anderes gebrauchen. Besonders da die Flieger hier überhand nehmen. Ein weiterer Aura-Schöpfer wäre ganz gut, damit ich mir einen weiteren Flieger holen könnte mit den Nimbus-Flügeln. Und Wachsamkeit und Ruhm, yay! Und kriege ich irgendwas Passendes? Eine Kreatur einer Wahl mit Stärke 4 oder mehr hat der Gegner jetzt nicht. Ich könnte meine zerstören. Aber aus irgendeinem Grund nicht. Achso, Angriff überspringen. Jetzt müsste es dann theoretisch möglich sein. Warum kann ich das jetzt nicht spielen? Theoretisch? Achso, vereinfachte Zielauswahl. Okay, der verhindert, dass ich mich selbst damit zum Ziel nehme. Und ein weiteres Land, okay. Der Malakirkeuler, okay, wenn es zum Kampf kommt, bin ich jetzt gerüstet. Und falls er irgendwas Starkes hat, bin ich ja auch gerüstet mit der Revolte. So langsam wird es wieder besser für mich. Auch wenn das Feld hier immer noch ziemlich unbesser aussieht. Außerdem wird die Folge, glaube ich, schon wieder überzogen. Das ist auch nicht schön. Fliegend und wenn er ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur, die du kontrollierst und auf der bereits eine +1/+1 Marke liegt, hat er zum Glück nichts. Und was krieg ich? Pilgerin des Heliod. Okay, ist in Ordnung. So, damit kriegen wir Nimbusflügel. Jetzt ist die Frage, wem geben wir sie? Ich würde sagen, jemandem, der sie gut gebrauchen kann. Dem Kind der Nacht. So, eine 3-3er-Kreatur mit Lebensraub und Fliegen. Ziemlich genau das, was ich gerade brauche. Falls er angreifen sollte hiermit, dann benutze ich die Revolte. Ansonsten hebe ich mir das momentan lieber auf. Kann ja auch sein, dass das noch verstärkt. Oh, okay. Dann benutzen wir zuerst mal die Revolte. So. Und jetzt kommen wir ins Blocksegment. Jetzt wird's interessant. Also gut, mein Malakirkeuler wird gleich um einiges stärker werden. Das ist schon mal gut. Dann blocken wir hier mit denen. Hier mit denen. Hier mit einfach mal den. Mit diesen beiden den. Und den hier kann ich nicht weiter blocken, weil ich keinen weiteren Flieger habe. Dann war es das, glaube ich. Moment. Der hier ist noch ungeblockt. Den kann ich noch blocken. So. Der Malakirkeuler ist weiterhin so, wie er sein soll. Gut. Da bekomme ich den Erstschlag ab. Das macht mir nichts. So, damit geht der erste down. Noch einer weg. Ein bisschen Heilung für mich und noch einer weg.
So, und hier, 5 Marken für den Malakirkeuler. Und noch eine nekromagische Beschwörung kann ich machen. Für den Fall, dass zum Beispiel mein Riese mal weggeht. Tja. Theoretisch. Das heißt theoretisch, ich habe gewonnen. Moment, ich brauche nur... Oh verdammt, ich habe keinen Auraschöpfer hier drin. Das ist problematisch. Okay, dann hole ich mir einen Totengräber. So. Habe ich keinen Auraschöpfer? Ah, merkwürdig. Okay, dann holen wir uns dazu noch die Pilgerin. So. Und dann gucken wir mal, ob noch vielleicht Flüge übrig sind. Leider nicht. Aber immerhin das hier. Durst des Todesbeschwörers. Endlich mal eingesetzt. Ne, doch nicht. Hab noch... Ich hab's nicht entsprechend frei. Und das war auch vollkommen sinnlos, weil ich das Kind der Nacht einfach vollkommen vergessen habe. So. Puh. Lege 20 plus 1 plus 1 Marken auf Kreaturen, die du kontrollierst. Okay, zählt offenbar doch nicht für Gegnerische. Und 60 Gold. Und die, sagen wir es so, die Zeit ist eh überzogen, das heißt, egal. Der zeigt nicht... Okay, der zeigt gerade nicht alles Gold an. Das hatte ich kürzlich schon mal. Dann muss man einfach das Spiel neu starten. Okay, dann sehen wir einfach die neuen Karten in der nächsten Folge. Vielleicht wird es eine Deckbaufolge, vielleicht auch nicht. Das kommt drauf an, wie ich mein Zeitmanagement hinkriege. Okay, und ja, dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin hoffe ich, ihr hinterlasst mir ein bisschen Feedback in Form von Kommentaren. Ja, und sonst lebt wohl, kommt zurück. Adios.